So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir stehen in Polen, in Warschau, in der Nähe von Warschau und das schon seit gestern. Wir sind gestern hierher gekommen, haben eine Fahrt für Paris, Frankreich bekommen. Ladestelle war eben hier in Polen. Gestern angekommen, sogar bald angekommen, Ladung nicht fertig. Super tolle Sache. Ich bin sowas von dermaßen angefixt, kann ich gar keinem sagen. Wir haben jetzt die Papiere geholt, es ist jetzt inzwischen Mittwoch, es ist Vormittag, später Vormittag und wir sind endlich geladen. Wir können definitiv unsere Tour beginnen. Wir schauen nochmal auf die Karte. Starten hier, wie gesagt, in Warschau, fahren dann über Magdeburg, Dortmund, Lüttich, rennen nach Frankreich, Paris. Hurra die Gemse. Wie ihr seht, habe ich, so wie sehr viele andere natürlich auch aktuell, mit den Maps etwas rumgebastelt, hat mir brutal viele Nerven gekostet. Wir haben RusMap mit drauf installiert. Wir haben diese sehr, sehr gelungene Polen Rebuild mit drauf installiert. Ich möchte jetzt noch Rumänien, eventuell Türkei. Ja, wir werden das sehen. Southern Region nicht zu vergessen, hatte ich schon drauf. Ich hatte auch die Türken-Map schon mit drauf. Und. 100.000 Abstürze aus allen möglichen Gründen, keine Ahnung. Dieser PM Legacy Mod, den man da anscheinend braucht. Oder auch nicht, ohne den geht es gar nicht. Also dieses Thema hat mir schon sehr viele Nerven gekostet inzwischen. Und wir haben unser Head-Tracking nicht eingeschaltet. Ihr werdet das jetzt direkt live mitbekommen. Ich verwende nicht das Track-IA, sondern ich verwende den DLAN-Clip. Es ist die billigere Variante vom Track-IA. Funktioniert aber grundsätzlich genauso. Gleiche Technik. Und ich bin grundsätzlich damit zufrieden, hätte mir das selber nie gekauft. Aber ein Bekannter von mir hat gemeint, er muss das kaufen und konnte das nicht wirklich so installieren, dass das auch funktionierte. Hat mir das dann geschickt. Ich habe mir das angesehen, habe das eingestellt und hat funktioniert. Wie gesagt, Funktionalität ist gegeben, definitiv. Das sieht man ja. Regal ist sicherlich die bessere Variante, ist überhaupt kein Thema. Und ich bin auch immer wieder am Überlegen, ob ich nicht auf Regal wechseln soll, wobei es ist grundsätzlich nicht wirklich notwendig. Den DLAN-Clip gibt es etliche Videos hier im Netz, auch auf YouTube klarerweise. Und wer sich dafür interessiert, Anschaffung liegt dabei, ich würde jetzt behaupten, so rund 60 Euro wird von Großbritannien rüber geschippert. Und im Vergleich zu einem anständigen Track-IA mit allem drum und dran, was man so braucht, ist man ja in der Nähe von circa roundabout 200 Euro beinahe. Also das ist dann doch schon für den einen oder anderen vielleicht eine Menge Geld. Und wer es dann nicht so dick hat, kann natürlich da sicherlich auch auf die günstigere Variante switchen.
Aber wie gesagt, wenn ich mir selbst jetzt eins kaufen würde oder müsste, dann wäre ich definitiv bei Trigger, ja. So viel sei da mal dazu gesagt. Ja, wie gesagt, gestern hier gelandet in Warschau. Ich habe dann den Tag eigentlich rein mit Warten verbracht. War nicht so prickelnd. Aber diese Polen-Map hier, die ist schon wirklich ganz was Besonderes geworden. Ganz, ganz toll. Finde ich super toll. Oh, alter Schwede. Fahrzeit haben wir jetzt definitiv nicht aufgeschrieben. Ich würde jetzt mal behaupten, wir sagen einfach 11 Uhr. Wir sind um 11 Uhr gestartet. Das heißt, um 20 Uhr ist Schicht im Schacht. Stellen wir für heute ab. Meine Kollegen und Mitarbeiter sind fest unterwegs. Einerseits der Christian, andererseits der Frontec. Der Kanal vom Frontec ist verlinkt. Der hat gerade eine Megatour. Ist ganz im Norden oben unterwegs. Da könnt ihr auf alle Fälle mal reinschauen. Der liebe Tom hat einen neuen Mitarbeiter. Und zwar den Sven Max, der jetzt mit dem, ich glaube, es war der Hamburg-Liner, mit seinen MAN in Zukunft unterwegs sein wird. Ja, definitiv eine gute Sache. So, und der gestrige Tag, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt,
war reines Warten sozusagen. Und ich hätte mir das jetzt wirklich anders vorgestellt. Ist jetzt mal so. Ich habe jetzt ewige Stunden Fahrzeit da verloren, könnte schon ganz woanders sein. Ist jetzt Pech. Mit dem müssen wir uns abfinden. Und wir machen das Beste draus. Freue mich auf Paris. Die Stadt der Liebe. Bauen aber da ziemlich schwer, oder? Alter Schwede. Ja, wie gesagt, mit den Maps werde ich mich in den nächsten Tagen noch etwas beschäftigen. Da teilweise sicherlich irgendwelche, keine Ahnung, was konkret passiert ist. Southern Region habe ich irgendeine Version erwischt, die nicht hundertprozentig die letzte war, würde ich jetzt einmal behaupten. Könnte was ausgelöst haben, dass es zu diesen Abstürzen gekommen ist, keine Ahnung. Die Turkey Map und da gibt es den einen Download, der zu bezahlen ist, der zweite Download, der gratis ist. Ich habe in dem Fall den gratis Download genommen. Hab da jetzt einmal nachgelesen, ich glaube eine falsche Dev zu erwischt haben, zu installiert haben. Und so viel ich mich da jetzt auskenne, muss man die Dev separat nochmal runterladen und die dann ersetzen, wenn man die Gratis-Version erwischt. Ja, keine Ahnung, also es ist wirklich, ja, nicht ganz ohne. Ja, komm. So. Die Frage habe ich jetzt immer wieder gestellt in den letzten Tagen, wo ich mich mit diesen Maps beschäftigt habe. Brauche ich wirklich so eine Wahnsinns-Installation, wie es der Dom gemacht hat? Der Dom nutzt es natürlich auch ganz anders. Der verstehe es ja. Aber. Ja, bin mir da nicht ganz sicher, ob ich das so mache. Außerdem. Ja. Brauche ja seine Geschichten nicht kopieren, das ist ja Schwachsinn in Wirklichkeit. Das muss jeder so machen, wie er es für richtig hält und ja. Das passt.
wo wir ein bisschen Polen fahren, ein bisschen Russland fahren, ist das in Wirklichkeit ja eh schon super. Den Ray muss ich auch demnächst anrufen, wie es ausschaut, wie er mit seinem Volvo zurechtkommt, wo es läuft, wie die Geschäfte laufen und so weiter. Ich habe schon lange nichts mehr gehört von ihm. Ich hoffe, dass da alles in Ordnung ist. Das Geschäft läuft eigentlich tadellos. Kann man sich gar nicht beschweren. Wir sind gut ausgelastet, wir haben einen guten Vertrag mit Egress. Die Mitarbeiter sind motiviert, das ist auch ganz wichtig. Gut, die haben alle tolle Fahrzeuge. Quer durch die Bank. Was ein bisschen schade ist, finde ich persönlich, dass wir so eine Durchmischung haben inzwischen beim Fuhrpark von Scania, natürlich über den Volvo jetzt von Ray, aber genauso den Mercedes von Christian, also alles bunt gemischt von den Marken her, ist vielleicht ab und zu ein Vorteil, manchmal aber sicherlich ein Nachteil, bin so dermaßen müde von dem scheiß langwierigen Tag von gestern. Du kommst überhaupt nicht mehr raus. Kein anständiger Kaffee, gar nichts. Bin direkt froh, dass ich wenigstens das WC benutzen habe können dort bei dem Speditionslager. Fahrraddusche haben die auch, finde ich auch cool. Find's da nicht immer. Ist eigentlich selten. Mal schauen. Ja, wir sollten noch einmal tanken fahren. Das Lenkrad ist irgendwie ein bisschen schlecht positioniert. Vorhin kommt der nächste. Was ist denn das? Ein Maut- oder Grenzübergang? Maut wird sein. Ich glaube nicht, dass wir schon an der Grenze sind.
So. Geht ja alles automatisch, sitzt keiner mehr drinnen. Ja, mit der Karten geht es. Bootsland, genau. So, da war jetzt Berlin schon angeschrieben. So, das gleiche Spiel wieder mit Karte. Stelle wäre nicht so verkehrt. Bei nächster Gelegenheit. Na schau, wie gerufen. So, McDonald's brauche ich jetzt keinen. So, perfekt.
Dann gönnen wir unserem Scania. Du wirst da hupen müssen, oder? Was ist denn das für so ein. Ah, der hupt nicht. Okay. Ich nehme alles zurück. Der hupt gar nicht wegen mir. So. Alter Schwede. So. Wir lassen uns da nicht beirren. Wir lassen unseren Australier voll laufen. Der blockiert den Kollegen da. Definitiv. Mit seinem Wohnwagen. Achso, Moment, Leute, ich muss zahlen gehen. Boah, jetzt hätte man fast vergessen, dass wir zahlen müssen. Bin sofort wieder bei euch. Kleinen Moment. So, schaut euch den Homo an. Jetzt steht der immer noch da. Und der Horvath kann nicht weiter. Der blockiert den. Der. Na, der sitzt drinnen. Das ist spannend. So. Rein in die gute Stube. Was die zwei da aufführen, das ist mir jetzt egal. Wir fahren wieder weiter. Steht da 70. Müssen wir ein bisschen bremsen. So.
Also zahlen die erst wirklich in einer Tour. E-Quest steht da. Schauen wir mal. Sehr schön. Welcome to Poland. Nice. Aber ich glaube, wir reden eher von Welcome to Germany. Maybe. I think so. Welcome to good old Germany. Die Ruckler, wenn die endlich weg sind. Leute, Leute, ich sag euch was. Da kommt der Rasthof. Vorzeit würden wir da jetzt noch relativ viel verschenken. Das ist jetzt eigentlich fast der Schwachsinn, wenn ich mir jetzt schon einen Parkplatz suche für die Nacht. Dreieckspeer. Der war aber knapp dabei jetzt, oder? Alter Schwede. Ja, ich werde schon wissen, was er macht. Bin schon wieder viel schnell. Ah nein, den Tempomat falsch eingestellt, oder? Genau. Gut 3 Stunden, das schaffe ich nicht ganz. Ich muss auf alle Fälle dann nochmal für kleine Königstiger oder so. Da werde ich irgendwo schauen, dass ich einen Parkplatz finde oder so.
Ja, da müssen wir rechts. Da geht's rechts. Mal ein Licht aufdrehen. Magdeburg. Ah, das bringt nichts mehr da. Wenn du einen Parkplatz brauchst, kommt definitiv sicher keiner. Das ist fix. Elbe. Naja, wenn der nächste Parkplatz kommt, dann gehen wir eigentlich Stäbe waschen. In Wirklichkeit. Das Kind braucht man sowieso nichts, was die Fahrzeit angeht. Die Zeit ist sowieso von Haus aus mit der Tour jetzt auch schon futsch, weil es eben von Anfang an in die Hosen gegangen ist. Ja. So ist das. Da geht es jetzt richtig trüb. Aber nicht sagen, ach, jetzt fängt es wieder mal zu regnen an. Meine Güte. Polizei steht auch schon wieder im Einsatz. Da kommt was. Und da werden wir sicherlich einen Parkplatz kriegen.
So, LKWs rechts, Parkplatz wieder rechts. Könnt ihr euch. Da steht eh der erste schon. Aber wir haben definitiv Glück und nehmen die erste Position. So, perfekt. Perfekt. Abgestellt. Schauen wir nochmal schnell auf die Uhr. 19 Uhr schreiben wir auf. Alles klar, eine Stunde wäre noch drin gewesen, riskiere ich aber nicht mehr. Schauen wir vielleicht noch schnell auf die Karten. Genau. Ja, noch Hannover. Das wäre wahrscheinlich mehr wie knapp geworden, ja. Gut. Dann haben wir 11 Stunden. Jetzt geht sich nicht ganz aus. Es ist schlecht, aber es wäre so oder so nicht möglich gewesen, dass wir durchkommen. Das heißt, morgen nochmal. Wir machen morgen einen 10er. Vermutlich. Nein, brauche ich nicht. Wir machen einen 9er, ob wir eine Stunde früher ankommen oder nicht. Ist schon völlig scheißegal jetzt. Und dann schauen wir, dass wir bei Trado lieber rechtzeitig an der Rampe stehen. Am frühen Morgen. Dass wir dann wieder weiterkommen. Leute, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt, hoffentlich zumindest. Macht es gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Euer Hermi.